Wir begrüßen Sie aus Wassersat. Guten Abend aus dem Wüstenstadion zum zweiten Viertelfinale Dänemark gegen England. Wir sind sehr gespannt auf dieses europäische Duell. Wir suchen den Gegner des Gastgebers, den Gegner Marokkos, die es geschafft haben, im Viertelfinale vorhin gegen Polen das Halbfinale zu erreichen. Sie werden entweder auf Dänemark oder auf England treffen. Der zweite des letzten Weltpokals gegen einen Debütanten. Und wir hören zunächst vor dem Spiel die Hymnen. Aus beiden Turnieren bislang die beste Mannschaft England gegen einen ganz starken Debütanten Dänemark, der den Titelverteidiger besiegt hat, Portugal im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen hat. Heute wieder mit Cornelius beginnt, Paulsen, der Leipziger, auf der Bank. Sisto, Jørgensen umrahmen den Stürmer, Delaney, Kvist, Eriksen, das ist das gesetzte Mittelfeld, das bei diesem Turnier schon einige Angriffe inszeniert hat und unter anderem eben auch den Titelverteidiger vor mächtig Probleme gestellt hat. England mit einer Überraschung. Lallana beginnt jetzt doch für Jesse Lingard auf der linken Seite zusammen mit Kane und Sterling vorne. Southgate hat bislang auf Lingard vertraut, hat jetzt also den starken Lallana zurück in die Startelf gestellt. Genauso hat Hodgson auch gespielt beim letzten Weltpokal mit Lallana in der Startelf und dann Rooney zentral. Da soll jetzt Kane die Tore machen. Wir sehen die vielleicht Schlüsselspieler Christian Eriksen, Kapitän der Dänen, und Harry Kane, der gegen Schweden getroffen hat und darauf hofft, dass es die nächsten Treffer gibt für England, dass er zumindest heute seinen Teil dazu beitragen kann, dass die englische Mannschaft auf dem Weg ist ins Finale und dieses Turnier mindestens bis zum Ende durchspielt und mindestens Vierter ist. Dänemark ist Außenseiter, hat aber gegen große Mannschaften, gegen Deutschland, gegen Portugal klasse gespielt. Deswegen auch die Engländer vorgewarnt. Auf der anderen Seite ist das Team von Southgate längst nicht da, wo sie beim letzten Weltpokal waren. Siege waren nicht so selbstverständlich, nicht so klar wie noch in England vor 3 Jahren. Aber sie haben es eben geschafft gegen Brasilien und gegen die Schweiz. Henderson mit der ersten Chance direkt versucht. Jordan Henderson, schöner Auftakt für England. Und Schmeichel muss rangehen und der kennt alle Gegenspieler aus der Premier League, denn die englische Mannschaft ja geschlossen in der Premier League aktiv und damit hat Schmeichel gegen alle gespielt in der letzten Spielzeit mit Leicester und es gibt Elfmeter. Der Schiedsrichter aus Saudi-Arabien sieht ein Foul von Christensen, hat er sofort angezeigt, ob es Handspiel war, ob es gestoßen war, weiß ich nicht. So, das ist jetzt der Moment, an dem Harry Kane seinen zweiten Turniertreffer machen kann im Duell mit einem Elfmeterkiller, mit Schmeichel. Kane gegen Schmeichel. Kane trifft die Latte, nicht getroffen. Elfmeter gescheitert. Kane, nächste Chance. Ist noch nicht verteidigt. Lallana. Quist. Und jetzt kann Dänemark durchatmen. Und Harry Kane, zuverlässiger Elfmeterschütze, scheitert im Duell mit Schmeichel. Ich habe keine großen Gesten gesehen, die Schmeichel benutzt hat, um Kane rauszubringen. Aber vielleicht ist es genau die Ausstrahlung eines Kasper Schmeichel gegen Kane. Larsen will den Ball kontrollieren, verursacht damit den Eckstoß für England. Will es zu genau machen, Harry Kane.
Und es ist der überhaupt erst zweite verschossene Elfmeter bei diesem Weltpokal. Fist. Die Tür ist für den Sieger dieses Spiels weit auf zum Finale. Marokko hat ein tolles Turnier gespielt. Trotzdem ist der Sieger hier natürlich favorisiert. England gegen Marokko, Dänemark gegen Marokko. Da ist klar, wer der Außenseiter ist und wer Favorit auf das Finale ist. Aber dafür muss eben dieses Spiel gewonnen werden. Und dann auch noch dieses Halbfinale gegen ein ganzes Land, gegen einen ganzen Kontinent, der hinter der marokkanischen Mannschaft steht. Wir haben das im Laufe des Nachmittages vor diesem Spiel erleben können, wie viele zu dieser Mannschaft halten und sich gefreut haben, dass es tatsächlich für Afrika bis zum Ende durchgeht. Christian Eriksen. Delaney. Cornelius. Klasse abgelegt. Wichtige Grätsche von Ashley Young vor Delaney. Der Schiedsrichter, den wir vorhin schon gesehen haben, kommt aus Saudi-Arabien, hat Uruguay, England und Schottland, Belgien gepfiffen. Zwei Gruppenspiele, jetzt also der erste Einsatz in der K.O.-Runde. Quist kommt nicht ran. Schmeichel nochmal im Bild, das war die Chance vor dem Elfmeter, Kasper Schmeichel. Vater haben wir auch schon gesehen. Den Europameister von 1992. Damals absoluter Außenseiter, nachgerückt für Jugoslawien, das nicht mehr teilnahm an der Europameisterschaft. Und ohne Vorbereitung, ohne großes Trainingslager vor dem Turnier haben sie es geschafft, Europameister zu werden. Immer gesteigert. Und dieser Rausch, den wollen sie jetzt schaffen. Nach diesem Sieg gegen Deutschland, nach dem Elfmeterschießen. Quist. Quergelegt. Wichtig von Cahill. Chef neben Stones. In Englands Verteidigung. Vor ihm, vor Butland, hat das Torwartduell kurz vor dem Weltpokal entschieden gegen Jordan Pickford. Ecke, Eriksen. Christensen. Der Zielspieler bei Standards, aber der Konter läuft. Kane, Lallana und jetzt hat er ein bisschen Platz. Den Platz, den er braucht, wieder Kane. Handspiel. Aber es gibt, okay, Handspiel von Kane und damit Freistoß für Dänemark. Christensen. Genau in den Fuß von Lallana. Young gefoult. Vorteil. Lallana für Sterling. So, und jetzt gibt's die gelbe Karte. Schauen wir hin. Delaney wäre gesperrt in einem möglichen Halbfinale für Dänemark, hat gelb gesehen, erst im letzten Spiel gegen Portugal. Okay, also Delaney wäre nicht dabei, wenn Dänemark dieses Spiel gewinnt, dann bräuchten sie erstmals eine Alternative im Mittelfeld. Wäre sicherlich Schöne, die erste Alternative von Trainer Orge Hareide. Erke Henderson. Nächste Flanke für Kane, Schmeichel.
Da wir jetzt die Karte gesehen haben für die Delaney, schauen wir gleich nochmal auf die vorbelasteten Spieler. England bislang ohne Karten. Bei den Dänen Delaney und Jørgensen, die beiden vorbelasteten. Zwei wichtige Spieler, die schwer zu ersetzen sind. Sowohl Jørgensen auf der linken Seite als auch Delaney, den ersten, wird Tareide, wenn es weitergeht, schon ersetzen müssen. Quist, Delaney. Ashley Young. Riskant, aber gut gegangen, Cahill. Und Butland. Dänemark steht sehr weit vorne. Cornelius an der Strafraumgrenze der Engländer wartet auf den Ball, auf genau diesen Ball. Delaney, Knutzen. Ein Pass nach hinten zu viel, um vorne direkt Cornelius zu finden. Eriksen, Quist. Eriksen. Harmlos für Butland. Dyer. Nächster Fehlpass. Und jetzt bekommt Cornelius den Ball. Jetzt hat er den Ball, wo er ihn haben will. Cornelius! Vielleicht einen Meter zu weit hinten, um noch ein bisschen länger zu warten im Laufduell. Da kam der englische Gegenspieler, aber wir haben es jetzt gesehen. Genauso will Dänemark spielen, den Ball schnell bekommen. Und anders als im Verlauf dieses Weltpokals, als sie vor allem über Flanken gespielt haben, offensichtlich ist wirklich durch die Mitte lösen. Direkt auf Cornelius, Einwurf für Jørgensen. Quist, Eriksen. Siehst du. Missverständnis, Quist und Jørgensen, aber wir sind genau da, wo wir bei, das war die Gelbsperre, die gelbe Karte für Delaney, wir sind da, wo wir bei vielen England-Spielen waren, eine unterm Strich nicht wirklich berauschende erste Halbzeit, meist eine gute, eine schlechte Halbzeit, wenn das hier die schwächere ist, dann können wir viel erwarten im zweiten Durchgang. Gegen die Schweiz lagen sie hinten durch ein spätes Kopfballgegentor nach einem Eckstoß von Johan Giroud. Gegen Schweden haben sie einen famosen ersten Durchgang gespielt und im zweiten Durchgang fast noch alles hergegeben. Das konstanteste Spiel sicherlich das gegen Brasilien, gegen Japan. Konstant eher auf schwachem Niveau. Aber das Japan-Spiel haben die Engländer längst vergessen. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Knutzen und wieder schnell Delaney rechts, Sisto. Eriksen, Quist. Quist. Jørgensen, jetzt doch mal mit der Flanke. Für Sisto! Ball ist nicht im Aus! Ball ist nicht im Aus! Eriksen! Und Delaney! Abgefälscht von Dyer, aber klasse davor der Einsatz von Sisto, der den Ball im Spiel hält, nicht mehr besser reinbringen kann, aber da war viel möglich. Da, jetzt ist die Ecke da! Jetzt ist genau die Ecke, die die Schweizer genutzt haben.
aber England diesmal besser verteidigen kann. Kyle Walker. Kane wird sich ärgern über den verschossenen Elfmeter. Lallana gestoppt von Christensen. Und Ross ins Ausgekickt gegen Sisto. Nachspielzeit eigentlich um. Einen Ball wird es noch geben. Cornelius. So nicht mehr, Ball nach hinten gespielt, deswegen macht der Unparteiische Pause. 0:0 in Ouarzazate. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang. England wird es so machen müssen wie gegen die Schweiz mit einer klaren Steigerung in Durchgang 2. Das war für ein Halbfinale, das sie erreichen wollen, bis hierhin zu wenig. Dänemark mit wenig Chancen, die aber gefährlich waren. Kurze Pause, gleich geht's weiter im Wüstenstadion in Ouarzazate.